8-2, das ist schon krass. War ein außergewöhnliches Spiel. So, ja, da geht's los. Die Stimmung vor dem Spiel, die war natürlich schon besonders. Also wir waren ja mit einem guten Gefühl auch angereist. Wir haben gegen Chelsea das Achtelfinale ist ganz souverän, muss man sagen, wirklich sehr überzeugend gewonnen. Hatten dann diese Vorbereitungsphase an der Algarve. Und dann hast du dieses erste Spiel in einem K.O.-Turnier. Und du weißt natürlich so auf jeden Fall, wenn du das nicht gewinnst, dann fliegst du wieder heim. Und so sind wir dann ins Spiel gegangen und gleich natürlich mit einem blendenden Start, auch für mich persönlich, gleich mit einem Tor in einem so wichtigen Spiel. Ich glaube, nach 3 Minuten, das gibt der ganzen Mannschaft natürlich ein gutes Gefühl. Aber man muss dazu sagen, trotzdem, dass wir von Anfang an eigentlich richtig viel Dampf gemacht haben, haben wir dann mit dem Eigentor, das wir uns da gefangen haben, den der David überragend eingeschweißt hat, haben wir uns da wieder ein bisschen in Bredouille gebracht. Jetzt können wir drüber lachen. Es war dann schon ein enges Spiel. Also zumindest Barca hatte auch noch 2, 3 richtig gute Tormöglichkeiten. Und trotzdem war es natürlich danach eine Demonstration. Wie im Rausch, 3 Tore in 10 Minuten. Da waren wir dann natürlich extrem spielfreudig, extrem gierig, zweikampfstark und hatten natürlich auch das nötige Quäntchen Glück. War sicherlich auch ein guter Schuss eben vom Ivane. Aber der geht ja auch nicht in jedem Spiel rein. Das ist halt dann auch im Fußball so, wenn du dann diese Spiele dann vor allem in der Art und Weise gewinnen willst, dann musst du relativ kaltschnäuzig sein. Wobei, boah, super rausgespielt das Tor von Serge. Also wir waren dann schon vor allem offensiv sehr, sehr überzeugend. Und irgendwann hat dann Barcelona auch gemerkt, dass da nichts zu holen ist. Wir waren voll im Modus, wir waren richtig scharf, wir waren körperlich voll auf der Höhe. Also ich kann mich noch gut zurückerinnern, also hat Spaß gemacht, in diesen Minuten, in diesen Sequenzen da auf dem Platz zu stehen. Da habe ich auch nochmal einen gemacht, sehr, sehr schön, richtiges Stürmertor. Wie war die Stimmung in der Kabine? Ja, wenn es zur Halbzeit 4-1 steht, dann man muss sich erstmal runterfahren, weil man ist wie im Rausch. Man muss erstmal die Gedanken sortieren, man muss sich überlegen, okay, wo setzen wir an, wie machen wir weiter? Nach so einer Pause kann so ein Fußballspiel oft mal nochmal ganz andere Wendungen bekommen. Aber wir haben eigentlich relativ konzentriert für so eine hohe Führung weitergemacht. Dann gab es natürlich schon eine Situation. Sehen wir jetzt auch gleich, 56. Minute, sind wir eigentlich in Überzahl. Wir haben es nicht ganz geschickt verteidigt und auf einmal steht es 4-2. Also es gab auch schon Spiele im Fußball, da ist das nochmal in eine andere Richtung gekippt, aber eben nicht an diesem Tag, nicht mit uns. Dafür haben wir einfach zu viel Qualität in diesem Spiel einfach auch auf die Straße gebracht. Und apropos Straße und hier PS draufbringen, hat der Fonsi kurz mal gezeigt, was er unter der Motorhaube hat. Und ich glaube, 3, 4 Mann stehen lassen. Spätestens dann mit dem 5-2 war diese kleine Aufholjagd wieder unterbrochen und dann, ja, gebrochen ist dann auch der Staudamm. Also es ging dann für Barcelona in eine ungemütliche Richtung und für uns war das natürlich ein Genuss. Und in der Höhe, in so einem Spiel, gegen so eine Mannschaft, das war sicherlich ganz besonders. Aber noch ist nicht aus. Steht erst 5-2. Torrausch Nummer 2. 3 Tore in 7 Minuten. Man hat dann auch gemerkt, Barcelona hat uns dann einfach immer wieder diesen Zentimeter, diesen halben Meter zu viel Platz gelassen. Die waren dann auch moralisch ja schon ein bisschen gebrochen, in Anführungszeichen. Und wir haben das aber natürlich auch eiskalt ausgenutzt. Und jetzt, wie man sieht, die Gesichter bei uns, Happiness pur, war ein außergewöhnliches Spiel. 8-2, ja, ist schon krass, aber gut. Ja, es war dann auch verrückt, wenn du dann nach dem Spiel, wir konnten ja selber, du nimmst ja so ein verrücktes Ergebnis, das erlebst du ja auch nicht alle Tage. Da muss man dann auch sich irgendwo im Zaum halten mit den Emotionen, weil du willst auch nicht komplett überdrehen, aber die Freude war natürlich schon enorm.
Das ganze Team hat da Riesiges geleistet und diese Euphoriewelle konnte man dann auch mitnehmen und am Ende das Ding in die Luft stemmen. Alles klar, wir sehen uns, ne? Macht's gut.